Ich bin zwar in der Küche, aber wir kochen heute nichts. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Einfach Markus. Ja, was ist heute passiert? Ja, wir haben wieder ein neues Gerät in unserem Haus. Echt jetzt? Nach 22 Jahren habe ich den Grill, den ich von meiner Tante geschenkt bekommen habe, an zweite Stelle gesetzt. Denn, ihr habt es schon gelesen oben, ja, wir haben einen neuen Grill hier in unsere Wohnung bekommen. Ja, und in diesem Vlog werde ich den mit euch jetzt auspacken, aufbauen und mal schauen, was wir denn da Schönes haben. Viel Spaß! Ja. Tada. Das Messer ist da. Wollen wir mal entlang schnibbeln. Allein schon dieses Schnippschnappgeräusch, ne? So. Und tada, tada. Erster Blick hineinwerfen. Wow. Tada. Kamera positioniert, nützt. Und jetzt habe ich die Hände nämlich frei. Jetzt haben wir hier Schönes. Einen Auflegegrill. Was rede ich für einen Scheiß schon wieder? Einen Rost für oben. Da kann man dann zum Beispiel Gemüse und sowas hinlegen. Wunderbar. So, jetzt haben wir jetzt hier noch alles eingepackt. Styropor, Styropor, Styropor mit Klebeband. Und das wie sonst was. So. Was haben wir denn hier noch drin? Ein weiß nicht was. Hä? Nochmal ein weiß nicht was. Hey, wollt ihr mich verarschen? Ich vermute mal, das sind die Füße. Genau, genau. Wenn ich das so genauer anschaue, sind das doch bestimmt die Füße. Da haben wir ja 4 Stück davon. So. Dann haben wir natürlich mit Schraubenzieher und perfekt. Und wie viel Schrauben da rein müssen. Brutal. Das wird eine Arbeit. So, was haben wir hier noch versteckelt? Was ist das? Hä? Keine Ahnung. Gucken wir später mal weiter. So. Dann haben wir hier noch etwas. Eine. Oh. Ganz schön schwere Stange. Weiß ich aber auch noch nicht für was. Und das ist der Grill, oder? Wie kriegen wir den raus? Der will nicht so, wie ich will. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir das machen. So, Position verändert. Ich habe keine Chance, ich muss hier... Schniepschnapp machen und hier auch. Keine Chance. Na? Okay, schon auf. So. Boom, Kiste, Kiste, Schwung. So, was haben wir hier noch? Da
haben wir noch die Gebrauchsanweisung. So soll er mal aussehen. Nice. Geil. Jetzt können wir das hier wegmachen, oder? Ja, so verdammt nochmal nett. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Oh, jetzt wird's ernst, Leute, jetzt wird's ernst. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Wo hängt er denn jetzt schon wieder? Ah, der ist da drin, das bleibt da drin, okay. So. Ta-ta-ta. Super. Echt super. Da ist er. Woo! Full aus. Naja, packen wir mal aus. Sesam, öffne dich. Ha. So. Natürlich Styropor und Styropor und Styropor. Und eine Kiste. Boom. Kiste, Kiste, Schwung. Zwei Kiste. Boom. Kiste, Kiste, Schwung. Und hier haben wir das. Die Grillplatte. Nummer 1. Haha! Den Grillrost Nummer 1 eingepackt. Und hier den Grillrost Nummer 2. Woohoo! Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Halt, stopp! Rechts, rechts, rechts. Links, links, links. Sind doch beide gleich. Also optisch gesehen. Nee, da hat er zwei Lücken, da hat er eine Lücke. Sind nicht gleich. So sieht er aus. Natürlich interessiert uns, was hier drin ist. Deswegen machen wir es auf. So. Das ist vermutlich eins der Seitenteile. Wo man dann quasi auf- und abklappen kann. Dann haben wir hier noch mehr. Und noch mehr. Und wir haben... Nee, was ist das? Aus. Ein Topf? Oder ist das die Abtropfschale für unten? Genau. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal.
So, hier haben wir einen Rat. Ich gebe euch ein Rat. Zwei Räder. Oder das sind die Deckblenden vermutlich von den Rädern. Und dann haben wir hier sowas. Weiß ich mal, das ist. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Natürlich der andere Seite. Die andere Seite. Die andere Ablagefläche. Gut, machen wir die mal zusammen hier wieder. Wir machen das Paket hier rüber. So, was haben wir hier noch drin? Es ist ja wie an Weihnachten hier. Paketle auspacken. So, hier haben wir. Ein Blech. Ah. Eine Rädelein. Nummer one. Eine Rädelein. Nummer 2. Yeah. Könnte man jetzt überlegen, ob man schwarz lässt oder dann doch die Blende drauf macht. Die da hier so. Na, wie kommt's? So. So macht, ne? Oder so lässt. Schauen wir mal. Was haben wir hier noch drin? Nochmal so ein Blech. Aha. Irgendeine Ablagefläche bestimmt. Und dann haben wir schon wieder leer, den Karton. Das letzte Paket. Ich habe es gefunden. Beim Styropor entfernen. Ich habe jetzt den Karton eliminiert, den großen mal, und das Styropor runtergetragen. Und dann habe ich noch gesehen, da ist noch ein Karton. Mit noch mehr interessanten Teilen. So, das war's. Jetzt geht's an den Aufbau. Endlich geht's los. Na, das sieht ja wohl kinderleicht aus. Nicht. Erster Bauabschnitt, Fortschrittabschnitt. Weiß nicht. Da sind ja so schöne Farben drauf hier. Die haben wir hier auch. Ja, dann weiß man, das muss zusammen, und Rot und Rot muss zusammen da. Ne? Dann hat man schon die richtigen Teile. So. Also das ist ja sowas von lächerlich. Sowas von lächerlich. Jetzt muss man nur gucken, wie es hinkommt. Ne? Und das ist, denke ich mal, unten. Das ist oben so. Also kommt das so hin. Das ist jetzt wieder Bastelstunde mit Markus. Nice. Da kommen die Schrauben rein. Ja. So. Und noch eine dritte. Yippie! Die ersten drei Schrauben sind drin. Woo! Echt jetzt? So. Euphorie. Jetzt drehen wir das Ganze um. Jetzt brauchen wir das da. Hat das auch Farben? Nö. Das ist wieder scheißegal. Das kommt einfach so drauf, oder? Ja.
Dabei ist es... Ein Schräubelein muss schon sein. Ich habe keine Erklärung, sonst ist er nicht so. Sonst ist er nicht so. Hallo. Immer gut gucken, dass es gut fasst. Fass! Schraube, Fass. So. Dann kommt jetzt das auf die Seite. Rot war da oben. Dann müssen wir das jetzt aber so hinlegen. Das ist jetzt voll blöd gemacht. Weil jetzt muss ich da gucken. Manchmal die leichte Seite. Eine Minute, 37 Sekunden später. Habe ich gerade gesagt, leichte Seite? Eine Stunde später. Ein Schräubelein hinein. Oh. Zwei Stunden später. Komm schon! Komm schon! Sechseinhalb Stunden später. So, noch zwei Schräubelein, dann haben wir es geschafft. Und zwar eins da hinten. Eine Ewigkeit später. Und eins da drin. Ja. Und das will ich. Dann schafft jetzt. Drei Uhr 28 nachts. Schraube will nicht. Wollen Sie mich verarschen, Schraube? Irgendwann später. Oh. Und komm schon. Was ist denn das jetzt hier? Die letzte Schraube beißt mich, oder? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Hey. Tada! Das erste Teil ist fertig. So, das müssen wir jetzt genau seitenverkehrt nochmal bauen. Aber ihr habt es ja gesehen, also baue ich das schnell und dann sehen wir es gleich wieder. Tada! Beide Seitenteile sind fertig. Jetzt habe ich festgestellt, dass das ja gar keine Schutzkappen hat, wie das andere. Aber das hat nämlich auch Löcher hier. Und da kommt jetzt diese Stange durch, die wir vorher hatten. So. Und hier kommen jetzt die Räder drauf. Super. Echt super. Und die werden dann mittels Mutter hier festgemacht. So. Diese hier. Und da drüben kommt das andere Rädle drauf. Und der andere Mutter. Wenn sie will. So. Und jetzt müssen wir hier gucken, welcher da passt. Ich vermute mal der hier. Genau.
Schrauben. Fest. Schrauben. Fest. So. Nice. Und jetzt kommen eben diese Abdeckungen da drauf. Auf die eine Seite. Und eben auf die andere Seite. Wunderbar. Dann haben wir unser Rollenteil fertig. Im nächsten Bauabschnitt kommen jetzt diese Teile so an die Seite hin. Und zwar auf die breite Seite. Jawohl, auf die breitere hier. Und wieder mit so Schräubeleins. Seite fest und jetzt geht das Ganze auf die andere Seite, nämlich diese vier Löcher kommen jetzt an diese Seite hin. So, wollen wir mal gucken, ob man das so einfach hinkriegen, wie man das denkt. Nämlich wieder eine Technik für sich. So. Fetsch. Und jetzt kommt auf die andere Seite das Teil hin. Das muss dahin gebaut werden. Den Teil. Den Unterbau haben wir fertig. Und jetzt kommt die Hochzeit. Und zwar der Grill aufs Gestell. Man muss nur darauf achten, dass die schwarze Seite hinten ist und die offene hier vorne. Da ist der Grill nach vorne. Nee. So, und jetzt kommen hier noch Schräubeleins rein. Hochzeit hat schon mal funktioniert. Er wollte mich verarschen. Im nächsten Bauabschnitt, das wollen wir mal lesen hier, vier Schrauben drin, kommen jetzt Seitenteile rein. Halt, stopp! Jetzt reicht es! So, die beiden Seitenteile sind angebracht. Und jetzt öffnen wir das Ganze. Dann haben wir eben hier so einen schönen Grill-Einsatz. Und der muss jetzt eben da hinten in diese Löcher rein. So, und hier auflegen. Dann hat man hier sozusagen fürs Gemüse
oder verdünstende Sachen. Eine Ablage. Und hier natürlich die Grillfläche. Natürlich, wie ich es mir gedacht habe, ist da der Ablauf. Und da kommt jetzt dieses Teilchen rein hier. Und natürlich das Pfännchen dann oben drauf. Das heißt, hier im Endeffekt läuft der Bratensaft hinein und kann dann entfernt werden. Ja, und der richtige Grillprofi, der hat natürlich auch Werkzeug. Wie Zangen oder Messer und so weiter. Die man natürlich an seinen Grill hängen möchte. Damit es abtropft. Und deshalb hat man diesen schönen Haken hier. Und der wird hier befestigt. So. Und dann hat man hier natürlich alles beisammen. Ein Resümee über den Grill. Er ist schön stabil, groß, hat natürlich viel Platz, um zu grillen, ja. Also wenn man überlegt, man hat hier eine Riesenfläche, ja. Was schön ist, man kann die Seitenteile einklappen, auf beiden Seiten. Somit ist man platzsparend. Schön ist, dass dieser Haken dran ist, ne. Was mir persönlich jetzt nicht gefällt, ist, es hat keinerlei Griff, um den zu transportieren. Das heißt, wenn ich jetzt die Seitenteile runter mache und ich will ihn transportieren, ich habe nichts an der Seite, wo ich jetzt sagen könnte, hier so ein Griff oder so, ne, wo man sagen könnte, alle hopp, ne, warum? Nee, da ist nichts. Ne? Man hat hier im Endeffekt ein bisschen die Möglichkeit, ihn zu ziehen, aber vielleicht so eine Griffstange oder irgendwas hier wäre natürlich von Vorteil. Ja. Aber darüber lässt sich jetzt streiten. Der Grill hat ein ca. 1,80 Meter langes Kabel, wobei 40 cm natürlich Verlust sind, weil die ja hier mittig liegt und dann hat man hier erst das Kabel frei. Ne? Aber man hat immer noch gute 1,40 Meter Länge, wo man an die Steckdose kommt. Ein Rost hat ein Maß von ca. 23 cm auf 40 cm. Das heißt, wir haben hier quasi eine Fläche von 46 cm auf 40 cm, wo man Grill gut drauflegen kann. Wobei natürlich in diesem Sektor hier die Hauptwärme ist unter den Heizspiralen. Das heißt, hier hinten ist natürlich etwas weniger. So. Wenn wir ihn einstecken, haben wir natürlich zwei Heizstäbe. Wir können natürlich jetzt nur sagen, wir grillen auf einem. Wenn wir weniger haben, wenn wir viel haben, können wir auf beiden grillen. Ja. So. Wir schalten ein. Könnt ihr sehen, 30 Grad zeigt es an. Und ja, so ziemlich schnell heiß. Man hat eben eine digitale Temperaturanzeige. Und ihr seht, sobald die Temperatur natürlich nach oben geht, ja, auf Full Power geht, wir machen jetzt mal die eine Seite aus, ne? Jawohl, ne? Dann steigt die Temperatur und er zeigt eben dann digital an, welche Temperatur wir haben. Ein kurzes Resümee über diesen California Grill. Also ich finde die Grillfläche super groß. Hat sich jetzt verdoppelt im Vergleich zu meinem kleinen von meiner Tante. Und ja, schön ist natürlich, dass man den Deckel zumachen kann. Das heißt, er ist windgeschützt. Er hat einen digitalen Thermostat. Das heißt, man erkennt natürlich, welche
Temperatur gerade ist, das ist sehr gut beim Grillen natürlich, weil bisher muss man immer warten, bis er heiß ist, dann drauflegen und hoffen, dass die Temperatur auch wirklich da ist. Wenn man einen offenen hat und es windet, zack, geht die Temperatur runter. Das sind alles Vorteile und natürlich diese extra Ablagefläche für Gemüse zum Garen. Das ist nicht schlecht. Ich bin gespannt auf den ersten Einsatz, ne? Wenn ich dann wirklich mal grillen werde mit diesem Gerät, um dann natürlich zu sehen, ja, wie er sich gibt, wie das auch mit dem Reinigen ist, wie das mit dem Abtropfen ist. Nice. Im Endeffekt sage ich Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Grill haltet oder vielleicht was ihr für einen Grill habt und wie zufrieden ihr seid. Ich habe diesen Elektrogrill natürlich jetzt aufgebaut und getestet, weil hier natürlich kein anderer Grill möglich ist bei uns im Haus. E ist eh meine bessere Wahl. Das ist aber wieder Geschmackssache. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn ein neuer Vlog online kommt. Ja, weil ich ja unregelmäßig hier Vlogs mache, je nach Content, was es für mich gibt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Vlog wieder dabei seid. Bis dahin, viele Grüße, euer Markus und ciao!